Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir haben hier diesen guten Mann, Artaglio, überredet, sich dem Schlund zu stellen. Insgeheim hoffen wir, dass der Schlund ihn irgendwie, tja, sich irgendetwas nimmt von ihm und dadurch geöffnet wird. Mal gucken, wie das funktioniert jetzt, was er da erreichen kann. Also, wollen wir mal schauen. Er geht zum Schlund, dessen Zungen schon zittern. Sei tapfer, mein Freund. Artaglios Gesicht ist fest und hart, sein Gang aufrecht und stark, als er auf die wartende Masse von Florfleisch zugeht. Der liebenswürdige Säufer, den er der Welt vorgespielt hat, ist verschwunden. Trotz seiner protestreichen Entgegnung wird dir klar, dass in diesem Söldner eine unendliche Quelle von Tapferkeit steckt. Sein Gang wird eher schneller, je näher er dem Schlund kommt. Die Zungen des Schlundes beginnen zu zittern, als er näher kommt. Die Florzungen strecken sich und streicheln ihm fast liebevoll über den Kopf. Dann halten sie seinen Kopf fester. Seltsam, sagt er. Es tut gar nicht weh. Es ist, als ob die Flor nur meine Erinnerungen durchmischt. Ha, ich erinnere mich, wie ich von den klagenden Klippen gesprungen bin. Ranar, erinnerst du dich an unseren Kampf gegen diese schleimigen Dinger in... Oh, und die Himmelsreiter der fünf Klippen. Ich habe so viele dieser Momente vergessen. Warum hatte ich davor so viel Angst? Plötzlich klafft der Schlund auf und eine Zunge peitscht heraus. Sie wickelt sich eng um Artaglio. Er hat nur noch Zeit für eine geschrieene Verwünschung, bevor die Florzunge ihn in den Schlund zieht. Er ist verschwunden und nichts deutet mehr auf ihn hin. Eieiei. Der Schlund öffnet sich weit, als er gesättigt ist. In seinem Inneren erscheint ein transdimensionaler Riss. Ja. So schnell geht das. Ich würde mal sagen, Ziel erreicht, ne? Mal sehen, was die anderen jetzt sagen. Ranar, ob der jetzt der neue Hauptmann ist. Was hast du Artaglio gesagt? Wie kam es, dass er ohne einen Kampf in die Florzungen lief? Ranars Gesicht ist ungläubig. Er hat schon lange Angst davor. Er schaut dich anklagend an. Hast du irgendeinen verstoßenen Zauber auf ihn gewirkt? Tja, er hatte die Wahl, es abzulehnen. Ich habe ihn nicht gezwungen, auch nicht ausgetrickst. Ja, aber das Resultat ist das gleiche. Er ist weg und wir sind ohne Anführer und alles wegen dir. Okay, jetzt könnte es Probleme geben. Oh, schaut mal. Wir können ihm den Hals umdrehen. Oh mein Gott. Puh. Ich will den jetzt nicht töten. Ich meinte, das ist jetzt hier irgendwie nicht der Moment dafür, wie ich finde. Ohne Anführer bist du nicht sein Sekundant? Du bist der, der vorgetreten ist, um ihn zu verteidigen. Du bist der, der bereit ist, die Zukunft der Truppe zu behandeln. Die Kriegsknechte haben schon einen Anführer. Genau. Ich? Du tötest einen Anführer und willst einen anderen einsetzen? Es könnte jetzt echt Probleme geben. Ich habe nicht einmal mit dir gesprochen, Ranar, aber ich habe erkannt, wie andere auf dich reagieren. Sei ihnen ein Zentrum. Selbst jetzt schauen sie auf dich, um sie anzuführen. Er überdenkt deine Worte und du siehst, wie er die Spannung an seinen Schultern lockert. Ja, das tun sie. Und es hat keinen Zweck, unsere Leben an den Launen einer weiteren Verstoßenen wegzuwerfen. Er atmet schwer. Na gut, du hast recht und Artaglio hat seine Pflicht erfüllt und du hattest das Recht, es von ihm zu fordern. Er pausiert. Wir haben keinen Streit mit dir, Verstoßene. Er wendet sich, gibt den versammelten Soldaten Befehle, sie treten schnell an und säubern und organisieren ihr Lager. Macht schnell, richte dir die Ausrüstung, Gefreiter. Ja, okay, also das haben wir dann auch gleich irgendwie gelöst. Können wir nochmal mit ihm sprechen?
Verstoßene. Er senkt den Kopf und lächelt fast. Nichts zu melden, seitdem du zuletzt hier warst. Genügend Patienten für die Ärzte und die Leute besichtigen den neuen Schlund. Wie verdient ihr hier Geld? Naja, wir verdienen unseren Lebensunterhalt damit, dass wir Schutz vor den Blutegeln, Quacksalbern und Scharlatanen der Grube bieten. Meistens tauschen die Leute hier, aber Schutz ist eine heikle Sache. Wir können Oberwichs Augen nicht essen und Schiens Tränke füllen keinen Magen. Statt dass sie uns zum Tauschen einladen, geben sie uns Shin, etwa 10% ihrer Einnahmen. Und natürlich bekommen alle verstoßenen Berater ebenfalls ihren Anteil. Na, das ist doch ein gutes Geschäft, ein Freund. Danke, Rana. Leb wohl. Ja, wo sind denn die Shin? Naja, gut. Wollen wir es mal nicht so ernst nehmen. Bin erstmal froh, dass wir gut aus der Nummer rausgekommen sind. Was haben wir denn hier im Fass? Das Fass, aus dem Atalio seinen Krug füllt, besteht aus Sprossen aus dunklem Holz. Ja, gut. Okay. Atalio ist nicht mehr. Bänder aus Sündstahl ziehen die Sprossen des Fasses zusammen und, du siehst Beulen im Sündstahl, wo Ornamente abgefallen sind. Darin gluckert dunkler, würziger Alkohol. Vielleicht hätte man das auch noch irgendwie vergiften können oder so. Wer weiß das schon. Wir gehen natürlich nicht gleich hier. Ah, schaut mal, das wird schon angezeigt zum Handelsposten. Das ist also der richtige Weg. Wir schauen uns erstmal hier noch ein bisschen um. Gucken mal. Wat Fang, wer ist das denn? Wen wir hier noch treffen. Du siehst einen großen, nervösen Mann, der hin und her schreitet. Seine Haare sind durcheinander und seine Kleidung ist verschmutzt mit Essenresten und Chemikalien. Sein linkes Auge ist eine gravierte Metallkugel, man kann es von weit weg surren hören. Er wirft gereizte Blicke in den Raum, als würde er auf etwas oder jemanden warten. Kenne ich dich? Er späht auf deine Tätowierung und dann in dein Gesicht. Du scheinst mir vage bekannt zu sein, vielleicht habe ich dich schon einmal gesehen. Ich heiße Ort Funk. Was kannst du mir über dich erzählen? Ich war Forscher beim Orden der Wahrheit, aber sie waren gegen meine Arbeit, die ich für einen Freund machte. Es genügt zu sagen, dass es nicht gut läuft und dass ich nur mit ihm darüber reden kann. Okay, und was machst du an diesem Ort? Ich scheine hier nicht ganz reinzupassen. Was? Es sind die Roben. Er zieht an dem teuren Stoff, der für den Flor viel zu sauber ist. Ich brauchte einen ruhigen Ort, um meine Forschung fortzuführen, einen Ort, an dem ich ungestört bin. Ich bin nicht der erste Herr und Priester, der in einer Grube landet, was man aufgrund ihres Aussehens nicht vermuten würde. Wenigstens gibt es hier eine Gemeinschaft mit Bildung, gewissermaßen. Was ist mit deinem linken Auge? Das? Oh, nichts. Ich habe im Orden der Wahrheit etwas untersucht und fand diesen entzückenden Apparat. Ich hielt es für eine Prothese und als ich genauer hinsah, sprang es mir ins Gesicht und verschlang mein Auge. Dann paarte es sich mit meiner Sehrinde. Der Schmerz war gigantisch. Natürlich, einfach blendend, wenn ich das mal so sagen darf. Als ich aber wieder aufwachte, bemerkte ich, dass ich in multiplen Spektren sehen, unglaublich kleine Objekte erkennen und gelegentlich mein Bewusstsein in andere Dimensionen erweitern konnte. Oder aber das sind nur Kopfschmerzen gepaart mit Euphorie. Wie auch immer, das Opfer war es wert und ich bemerke es eigentlich fast gar nicht mehr. Du forschst für einen Freund. Verrätst du mir seinen Namen? Ich denke, das ist unwichtig. Er heißt Allegern. Ah. Ha. Vielleicht betrügt dein Gesicht einen Wahrnehmungssinn oder der Ehrenpriester ist außergewöhnlich scharfsinnig. Jedenfalls erhellt sich sofort sein Gesicht. Du kennst ihn, nicht wahr? Bitte, wenn du Allegern eine Nachricht überbringen kannst, dann bitte ihn, zu mir zu kommen oder bring ihn einfach selbst her. Es ist extrem wichtig, dass ich mit ihm rede. Okay. Ist aber nicht als Quest markiert. Interessant, auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Streifen aus Florfleisch füllen die Unterseite dieses Korbes. Einige sehen aus, als seien sie von Menschenzähnen angenagt. Na, lecker. Das ist ein Chirurg. Ich kann dich hübsch machen, so hübsch. Lass mich einfach dein Gesicht schneiden. Nein, vielen Dank. Detaillierte Diagramme verschiedener Körperteile bedecken eine Membran, die in einem metallenen Gestell gespannt ist. Das Blut, das diese Krankenliege bedeckt, gibt einem nicht die Zuversicht, dass ihr Besitzer sein Fachgebiet versteht. In der Tat. Wir gehen mal lieber hier unten rein.
Das scheint schon eher Fachleute zu sein. Gucken wir uns aber erstmal um. Diese Kreatur wurde zur Hälfte seziert und dann vergessen. Ihre Innereien sind verfault und schwarz. Eine Ansammlung Florfleisch zittert auf dem Tisch, brummende Maschinen stochern darin. Ab und zu gibt eine davon dem Fleisch einen Stromschlag. Darauf antwortet ein kratzendes kleines Winseln. Dieser Schreibtisch ist scheinbar zugemüllt mit Protokollen der medizinischen medizinischen Experimenten. Diese grauenhafte Darstellung zeigt Menschenkörper, ein Menschenkörper, der unter mehrere verschiedene psychischen Trauma leidet. Neben jenen sind Anmerkungen wie vorzügliche Reaktion und Ergebnis ist eine enttäuschend schnelle Bewusstlosigkeit. Schaubilder, die einen menschlichen Kopf und Gehirn darstellen, stehen in einer Ecke dieses Raumes. Okay, also das sind so richtig die Quacksalber oder die Frankensteine, was auch immer. Mal schauen. Demery. Ach, werte Dame, Grüße, Grüße und willkommen zu unserer kleinen Operation. Sein langes Gesicht überzieht ein Grinsen zu seinem Witz. Seine abschlaffende Haut und die dunklen Augenringe deuten auf eine tiefe physikalische Erschöpfung, doch sein Auftreten ist heiter und fröhlich. Er reibt sich die Nase an einem beschmutzten Ärmel und streckt dir die Hand. Mein Name ist Dr. Demery. Sein Partner tritt ebenfalls vor und ich bin Dr. Oberfich. Er gibt dir die Hand. Es wäre wahrscheinlich am besten, die Oberste zu schütteln. Wie bei seinem Partner ist sein Gesicht lang und gefälzt. Anders als bei seinem Partner ist seine Hand am Ellenbogen gegabelt, mit einem mechanischen Unterarm mit einer Hand daran befestigt. Eine Vielzahl von Augenprothesen sind oben in seinen Kopf gebohrt. Er dreht sich zu deinem Kumpanen. Kerstitsch, die Jahre waren dir gütig, oder? Fügt er lachend hinzu. Sie waren denen von dir gütig, die innerhalb meiner Sichtweite sind. Kalastitschs Stimme ist warm wie immer. Die guten Chirurgen. Wie laufen eure Abenteuer in der Kunst? Nun gut, nun gut. Nun, jetzt da wir in der Flor sind, müssen wir keine Bedenken wegen weltlicher Sachen wie veraltete Gesetze oder angeblich Moralkodexen haben und wir können in aller Freiheit im Weg des Wissens voranschreiten, der zuvor geschlossen war. Ah ja, daher weht also der Wind. Ich nehme an, du hattest noch keine Fortschritte wegen meinem Bedenken, sagt Kalastitsch. Welches Bedenken war das? Demery verbeugt sich nervös. Du hast möglicherweise bemerkt, dass deine Freundin sich durch mehrere Realitäten zerspalten hat. Wir haben Lösungen für sie gesucht, zumindest teils. Aber lasst uns nicht unterbrechen. Er dreht sich und wartet respektvoll, als Oberwicht Kalastitsch antwortet. Noch nicht, leider. Andere Anliegen sind aufgetaucht, andere Wege sind geöffnet, andere Möglichkeiten winken herbei. Er lächelt erneut. Das ist eine Antwort für drei von euch. Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Doch keine Antwort auf meine Möglichkeiten. Ihr hattet Jahre und wir brechen durch die Zeit. Die Stimmen meiner Schwestern werden lauter und ich werde lauter in ihren Gedanken. Die Situation ist nicht mehr tolerierbar. Ich muss wissen, kannst du uns trennen oder findest du einen Weg, uns sanft ineinander zu integrieren? Hast du die Datensphäre erforscht, wie wir es verlangt haben? Sollte sich dieser Weg als haltlos erweisen, sollten wir in der Lage sein, eine Trennung von deinen Schwestern zu erreichen? Ich habe tatsächlich einen Injektor vorbereitet, der den Einfluss deiner Schwestern auf deine Gedanken aufheben kann. Du müsstest den Attraktor dauerhaft entfernen, damit es vollends wirkt. Sein Einsatz wäre unumkehrbar. Er ringt mit den Händen. Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten für dich. Vielleicht sollten wir nach einer anderen Möglichkeit für dich suchen. Das ist alles, oder? Sagt Kalastitsch. Sie seufzt so übertrieben, wie du es noch nie gehört hast. Dann verpasse mir die Injektion. Ich könnte auch irgendetwas aus unserer Beziehung mitnehmen. Sie hält ihre Hand gebieterisch hin. Der Arzt setzt kleinlaut eine Spritze in ihre Handfläche an. Wir opferten eine Schwester für dein Wissen. Ich hatte gehofft, du würdest weitere Antworten für uns haben.
Sie opferten eine Schwester? Okay. Bitte entschuldige, Kalestitsch, wir beginnen bald mit einer neuen Untersuchung. Eine Spur aus Stahl schleicht sich in seine Stimme. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Noch nicht, zumindest. Also, das muss reichen. Seine warme Stimme kommt wieder. Nun, was können wir für dich tun, Reisender? Ah, hier können wir für diese Frau dort eine Frage stellen. Sehr interessant. Kennt ihr eine Methode, jemanden ohne Augen die Sicht wiederherzustellen? Ohne Augen? Wurden sie zerstört oder ist das angeboren? War das eine Kreatur ohne Sehrinde? Er winkt mit der Hand. Das macht keinen Unterschied. Ich kann jeder Kreatur das Augenlicht wiederherstellen. Er lehnt sich vor und klopft auf deine Brust. Jeder. Oberwitsch nickt und lächelt und bereitet sich vor, auch eine Prahlerei von sich zu geben. Aber so wie er seinen eigenartigen Arm hebt, mit seinen Zeigefingern in der Luft, pausiert er und sagt leise, meinst du die Sicht wiederherstellen und die unabhängige Nervenanatomie beibehalten? Also ohne Teile des Gehirns rauszuholen? Die Patientin sollte schon ihre Fähigkeiten behalten, ja? Oh weh, oh weh, oh weh. Er schreitet im Kreis herum. Ich kenne nur ein Verfahren, das diese bestimmte Bedingung erfüllt, dass sie all ihre Fähigkeiten beibehält. Fürchte ich. Das ist langwierige Arbeit, langwierige, harte Arbeit, langwierige, harte, teure Arbeit. Er blickt Oberwitsch an. Der Halbmensch blickt ebenfalls seinen Partner an. Es würde mehr kosten als nur Geld. Womöglich, wenn du für uns ein interessantes Versuchsobjekt zum Untersuchen besorgst, könnten wir es als fairen Handel bezeichnen. Und wo ich womöglich und könnte sage, meine ich eigentlich, dass es genügend wäre. Welche Qualifikation braucht ein interessantes Versuchsobjekt? Alle unsere Patienten sind in irgendeiner Weise einzigartig. Wir brauchen jemanden außerhalb des Normalen, jemanden, der einen besonderen Aspekt hat, den sonst niemand bieten kann. Oh ja, 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 wir wollen immer unser Wissen erweitern, das Fachgebiet voranbringen, um... Naja, du verstehst schon, wir brauchen jemanden, der uns helfen kann, Kunst und Verständnis auszubilden. Das soll heißen, jemanden Neues, nicht jemanden, den wir schon aufgebessert haben. Was wollen die nochmal ganz genau machen? Ja, was ist mit den ganzen Augen im Kopf deines Kollegen? Ist dir all diese Eingriffe eingegangen, alle hintereinander? Meine Güte, diese Aufgaben haben eine wertvolle Funktion und sie sind keine Spielbälle, die man für Gefälligkeiten aushängt. Sie sind an mir befestigt und bieten bestimmte Einblicke. Er schaukelt seinen Kopf hin und her und als ob es ihn widerlegen will. Okay. Fällt ein Auge aus seinem Kopf. Ach, verdammt, fügt er hinzu, als er es schnell aufhebt und wieder befestigt. Also schön, du hast uns ertappt. Wie wir etwas verschönern, wie man es auch von einer Person mit deinem mentalen Kaliber erwarten würde. Er blickt zu seinem Kollegen. Sagte ich nicht, dass der Intellekt unserer Freundin etwas bewundernswertes wäre? Er beugt sich zu dir. Wir brauchen nicht unbedingt eine Versuchsperson, gebe ich zu, aber ganz gelogen habe ich auch nicht. Das ist ein teures Stück. Es zu ersetzen wird uns 280 Schienen kosten. Ja, das ist doch für uns ein Griff in die Portokasse, also ich zahle die 280. Oberwitsch schüttelt traurig den Kopf. Solch ein Betrag zum Wissen und zum Lernen verloren. Das hält ihn nicht davon ab, dein Geld entgegenzunehmen. Ich hoffe, mein geschätzter Kollege wird sich daran freuen, darüber nachzudenken, wie wir durch die Ausgaben dieser Geldmittel unsere Forschung erweitern können. Er stupst Oberwitsch mit den Ellenbogen. Ich glaube, unser Gast wartet auf etwas. Was? Oh ja, Entschuldigung. Er greift nach oben zu der Fülle von Augen und seinem Kopf und wählt eins aus, scheinbar willkürlich. Mit einer Grimasse arbeitet er aus seinem Kopf heraus. Seine narbige Haut beginnt zu fließen und füllt das entstehende Loch. Lege das Auge einfach auf den Kopf des Empfängers und es macht den Rest der Arbeit. Ganz einfach.
Mein Dank beantwortet mir mehr Fragen. Oh, jetzt haben wir dieses Auge hier gefunden. Ein Auftragsgegenstand. Oberwitsch riss dieses Auge aus der Vielzahl von Augen in seinem Kopf heraus und gab es dir, um Skuras Augenlicht wiederherstellen zu können. Er verspricht, dass es funktionieren wird, wenn du sie einfach ans Gesicht platzierst. Das künstliche Auge ist so fein konstruiert, dass es bei flüchtiger Betrachtung als echtes Auge durchgehen könnte. Alles klar, sehr schön. Die anderen Sachen, die fragen wir sie dann noch später. Wir werden dann noch den Rest erkunden, hier beim Händler nochmal auftauchen. Dann werden wir sicher zurückgehen, das mit ihren Augen klären und nochmal schlafen. Und dann ist der Moment gekommen, wo wir uns dann hier zum Handelsposten bewegen. Also das ist der Plan für die nächste Zeit. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.